Hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen zurück bei Dead in Vineland. Kodierung überlastet. Nee, du lass mal, das kann überhaupt nicht sein. Vielleicht bei Dead in Vineland kann doch nicht sein, dass mein CPU überlastet ist beim Aufnehmen. Das wären ja ganz neue Töne. So, wir waren mit dem Tag eigentlich vorbei, beziehungsweise durch. Ich habe die Leute schon richtig angeordnet, wir müssen noch das Feuer ein bisschen schüren. Morgen kommt wieder der Abschaum vorbei. Sollten wir vorher noch irgendwas machen? Jetzt habe ich 4, glaube ich, von den 5 Perlen schon, ne? Für die Dame. Oh nein, sie braucht nur 4 Perlen. Dann gib die 4. Du gibst ihr 4 dieser glänzenden goldenen Perlen. Ihre Katzen schnurren vor Freude. Du siehst ein flüchtiges Lächeln auf ihrem Gesicht, als sie die Perlen in einen goldenen Helm steckt. Dann gibt sie ihn dir. Im Namen aller Lebewesen auf dieser Insel danke ich dir, Kind. Hier nimm diese Tränke. Relikte aus dem goldenen Zeitalter meines Volkes. Ein weiterer Beweis für unser umfassendes Wissen. Ich habe dank dieser Tränke hunderte von Jahren gelebt und dadurch bekam ich diese wunderschöne azurblaue Haut. Wir haben es nie geschafft, diese Nebenwirkung zu verhindern. Ich denke, es gab noch Verbesserungsbedarf. Sie kichert. Könntest du ein wenig von der Geschichte deines Volkes erzählen? Das hast du verdient, Kind. Die Ursprünge unseres Volkes reichen zehntausende Jahre zurück. Anfänglich war dieser arme kleine auf dem Meer verlorene Fels, auf dem wir gerade gehen, Teil eines viel größeren Landes. Wie ich bereits sagte, waren wir die Anführer der bekannten Welt in jedem Gebiet, im künstlerischen, arkanen, wissenschaftlichen, sozialen. Wir haben eine gigantische, majestätische Stadt aufgebaut. Sie hieß Atlantis und war von 3 großen konzentrischen Mauern umgeben. Andere Völker betrachteten uns als Götter und gaben unsere Geschichten von Vater zu Sohn weiter. Vielleicht hast du sogar ein paar Geschichten davon gehört. Aber wir waren nur Menschen und unsere Erhabenheit wurde zu unserem Verhängnis. Was ist passiert? Wir haben Dinge erfahren. Dinge, die wir nicht hätten erfahren sollen und dafür wurden wir bestraft. Wir überstanden eine erste große Katastrophe, die beinahe die Energiequelle zerstört hätte. Aber das war nicht genug. Wir überstanden eine zweite, die unser Land in 3 Teile riss und den größten Teil im Ozean versinken ließ. Den Rest kannst du dir denken. Ein paar von uns überlebten auf den 3 geteilten Inseln und seitdem warten wir darauf, dass er es beendet. Und das wird bald mit unserem unserer verfluchten Insel passieren, eingehüllt in den Flammen eines Vulkans. Was für ein wunderschönes Ende. Ich bin sicher, du hast mehr Fragen, aber sie werden warten müssen. Wenn du denkst, dass wir immer noch Hoffnung haben, dann bringen wir noch 4 Orichalkos-Perlen. Viel Glück, Kind. Ja, warum auch nicht? Was bringt der Helm? Ach, der Helm ist auch eine Questgeschichte, ne? Teil der Orichalkos-Rüstung. Minus 20 auf alle Zustände. Also minus 20. So, jetzt können wir den Tag einfach mal beenden. Und da ja keiner mehr spricht miteinander, können wir einfach Gas geben. Hier kommt euer Essen. Da sind ein paar Krankheiten durch gewesen. Und heute kommt der wunderschöne Typ. Und es regnet. Ein guter Zeitpunkt, unseren Bedarf für alles Mögliche komplett aufzufüllen. Also von Wasser zum Beispiel. Da fällt mir ein. Alles klar. Effizienz Gartenarbeit. Wir können die beiden Felder wahrscheinlich hoffentlich jetzt abernten. Noch den Käse eben umwandeln. Futter für die Schafe herstellen. Du gehst einmal jagen.
Jagdgebiet ist ja frei. Ihr beide geht einfach Holz hacken. Oder geht ihr lieber Stein hacken? Nee, Stein machen wir mittags mit Kari. Und du gehst weiter auf die Suche nach neue Gebiete. So, Wasserkorb verbraucht nur noch 2-7% Feuerintensität. Es wird jetzt eh nichts Spannendes passieren morgens. So, da kommt er. Der menschliche Abfall Elof. Hier, 50 Seile, mein Freund. Egal, Holz haben wir 208. Also, easy going. Das ist doch auch eigentlich echt kacke. Kümmern wir uns mal um Fallen. Was ist ja auch eine permanente Einnahme für Nahrungsmittel. Und wenn du 95% Möglichkeit, die Fallen immer wieder zu verwenden. Das ist ja auch nicht so schlecht. So, du gehst wieder hoch zu den Schafen. Zisse, was willst du jetzt noch machen? Ein bisschen Obst einsammeln. Und du kannst ein bisschen kochen. Für 14 ist ja was da. Gemüsesuppe ist sogar sehr haltbar. Willst du nicht auch ein paar Beeren mitsammeln? Das ist nicht so anstrengend wie das Holzhacken. Eine Eisenader. Das ist doch super. Ich glaube, du bist der Beste dafür. Denn scheiß dich, die Metallader abzubauen, um etwas davon zu gewinnen. Es wird sich sicherlich nützlich sein, um einige Werkzeuge und Waffen zu schmieden. Ein Eisen. Was, eine oberflächliche Verbrennung bekommen? Was macht er damit jetzt? Altert. Charisma minus 5. 100% Chance zu heilen. Oh, ich stech mir noch ein Auge aus mit dem Strohhalm.
Wurde natürlich nicht durchgepflügt. Mein Garten wurde nicht ordentlich durchgepflügt. Hat jetzt einen Erntepunkt verloren wegen Krankheit, ne? So, du kannst dich schon mal umstellen. Ihr sammelt morgen Saatgut. Die Dame Tomoe wieder beim Holzhacken rein. Da brauchen wir ein paar weitere Seile. Dann kannst du also stattdessen in den Waldbau gehen. Dann machen wir morgen früh Bergbau. Bergbauparty. Essenstechnisch haben wir eh genug. Ach, die Angelstelle. Können wir uns die Tage drum kümmern. Beziehungsweise wenn wir mal ein bisschen Fisch brauchen. Jetzt habe ich vergessen, das Feuer anzufachen. Was gar nicht mehr so schlimm ist, weil man kann ja bei Loki sowas eintauschen jetzt. Und Feuerschwämme bekommen. Und du kriegst eine geile Suppe. Schön. Feuer ist auch nicht gestorben. Es regnet mal nicht, dann können wir die Dörr kann man noch benutzen. Ein Traum wird wahr. So, du machst die Fallen heute Morgen fertig. Was ist denn jetzt über Nacht kaputt gegangen? Das Fischereilager. So, mit dem Wasser kommen wir ja erstmal gut aus. Saatgut, du pflügst hier um. Ihr könnt mal auf Eisenfokus gehen. Und dann haben wir schon mal die Sachen für morgen fest, also für morgens festgelegt. Sehr gut, das ist mehr als genug Saatgut fürs Aussehen im Garten. Boah, nur zwei Eisen. Wie ich euch nicht mag. Wegen so einer Scheiße. Bauplan wählen, herstellen. Ah. Anfahren war zu wenig. Obwohl Hanf brauche ich so oder so nicht, oder? Guck mal, die schaffen 10 bis 20 Hanf dann durch die Ernte. Was ist das schon? Ich kann über 30 Hanf mit der Fokussierung beim Sammeln erreichen. Oh, wir haben übrigens ein kleines Schaf bekommen. Gefion. Dann schlachten wir Aldi. Weil wir eine Chance haben, jetzt, dass wieder ein kleines Schaf geboren wird. Und so kannst du ein bisschen Fleisch rausholen. Dann muss ich nämlich Kami rüber auf die Jagd ziehen.
So. Ihr beide sammelt mal Hanf. Du kochst ein paar Gerichte. Was machst du fürs eine Mal? Ich weiß nicht, ob die 15 Stoff in einem Durchlauf schafft. Wir werden es sehen. Ah. War ja irgendwie klar. Plus 6 Stein. Ach, der Salzsumpf. Da können wir auch ein paar Werte verbessern wieder. Wenn ich mir jetzt gerade noch erinnern könnte, welche, wäre ja alles super. So, wechselt ihr einmal. Du kannst morgen wieder Brauchwasser holen. Das hat was mit der Trinkwasserumwandlung zu tun, das muss jetzt auch nicht sein. Mehr Salzherstellung. Negative Effekte auf das Feuer in der Nacht während Regen und Sturm. Weniger erschöpfende Charaktere. Mehr Milch für das Scheren der Schafe. Wasser holen für mehr als einen Charakter? Naja. Weniger Schöpfung beim Herstellen, das war ja noch nie ein Problem. Hm. Das will ich ein Seilproblem. Mich jeden Tag dran denken, dass ich die Fallen auch überprüfe. Gibt es keine Möglichkeit mehr, noch irgendwen in Liebe zu bringen? Ist einfach alles ausgeschöpft. Und ohne, dass ich irgendwelche Spezialsachen bekomme, um meine Leute zu verstärken für den kleinen Miniboss zu kämpfen, also beziehungsweise für den Miniboss-Kampf. Wird das hier auch nicht viel besser werden. So, gib Stoff. Mein Fitnessarmband sagt, es ist Zeit, schlafen zu gehen. Aber ich mach noch ein bisschen. Du machst das fertig. Bleibt mir auch nichts anderes übrig. Ihr könnt doch mal ein bisschen Hanf sammeln. Ihr holt noch ein bisschen Stein raus, auch wenn Bergbau jetzt gerade langsam immer schwieriger wird. Gucken wir mal eben bei Fallen überprüfen rein. Natürlich schaffst du jetzt den restlichen Stoff fertig zu machen. Ja, diesmal habe ich nicht gesehen, wie viel Stein geholt wurde. So, ihr beide zusammen, weil ihr seid doch auch verliebt, könnt mal 15 Seile herstellen. Hier bleibt das Brauchwassermäßig erstmal. Zollweig.
Hau dich hin und koch die neuen Fleisch, die wir gefunden haben. Reich an Milch und Käse. So, aufgegebene Taschen. Das kennen wir doch. Dann nutzen wir mal Moira. Zuerst an der Tasche riechen. Wir lassen es an der gerochenen kleinen Tasche. Und die große Tasche untersuchen wir. Auch erstmal mit dem dran schnüffeln. Vor allem, das bringt 5 Intelligenz. Also 10 Intelligenz nur, weil wir die Taschen hier genommen haben. Dann hacken wir noch ein bisschen Holz. So, du bitte auch. Und wenn sie versagt, schlagen wir aus Versehen in den Kopf mit der Axt. Tot. Das war auch wieder nicht viel Eisen. Kami unten rein. Ihr beide könnt mal tauschen. Eirik geht jetzt rüber in die Herstellung. Bauplan wählen. Jagdlager. Wo ist es? Da. Robuste Falle. Und du hilfst dem netten Herrn dabei. Und du wirst mal in der Herstellung noch 10 weitere Seile ziehen. Morgen früh. Das macht mich alles fertig. Hier war Loki, ne? Ja. Hier war das Tor in die Hölle, ne? Deine Hände werden kalter, kälter und tauber. Du nimmst die vom Stein und sie erholen sich langsam. Du hast das Gefühl, das Tor durchschreiten zu müssen, aber würdest du es wirklich wagen, das Land der Lebenden zu verlassen und das Land der Toten zu betreten? Und was ist mit den Kreaturen, die du gesehen hast? Du weißt, in nordischen Legenden Hermodre, der Tapfere, dies getan hat, um den verstorbenen Baldr aus Hels Griff zu befreien. Aber er ist ein Gott und du bist nur ein... Und du bist aber nur menschlich. So von vorne durchschreiten. Du weißt, dass dies eine Herausforderung der Götter ist. Du holst tief Luft, schließt die Augen und läufst durch das Tor. Dein Körper kracht gegen eine Kältewand. Die ist so kalt, dass es brennt. Du öffnest die Augen. Um dich herum siehst du mehrere Skelette. Sie tragen die Kleidung deiner Begleiter. Sind sie etwa... Sie zeigen auf dich. Du schaust von dir herunter und siehst, dass auch du eine Leiche bist. Du verlierst durch den Schock das Bewusstsein. Als du aufwachst, berührst du deine Arme. Du bist beruhigt, wieder Fleisch zu spüren, aber du kannst nichts mehr sehen. Mit einem bitteren Beigeschmack erinnerst du dich da an die Erzählung, 9 Nächte lang ritt Hermodre, um nach Hel zu gelangen, durch Täler so tief und so dunkel, dass er nichts sah. Naja. Möchtest du noch mehr erblinden?
Beschreite es von hinten. Oh, du verkackst. Und wirst paranoid. Wenn diese Seite die der Lebenden ist, dann ist die andere Seite möglicherweise die der Toten. Mit diesem Gedanken schreitest du auf die andere Seite. Du fühlst dich etwas weniger unwohl. Du holst tief Luft, schießt die Augen und läufst durch das Tor. Dein Körper kracht gegen eine Hitzewand. Dahinter hast du das Gefühl, wieder im Leib deiner Mutter zu sein. Du könntest ewig hier bleiben. Eine Kraft schiebt dich jedoch langsam vorwärts. Du verlässt die Wärme. Dir geht so langsam in die Luft aus. Du holst tief Luft. Es schmerzt. Sehr, du spürst, wie die Flüssigkeit aus deinen Lungen entweicht, als Luft hineinrauscht. Es gelingt dir endlich, die Augen zu öffnen. Es ist etwas verschwommen. Du liegst am Boden auf der anderen Seite der Tür, die nun geschlossen ist. Dann bemerkst du eine kleine Perle in deiner Hand. Wie lange hältst du diese schon in deiner Hand? Ach, weg ist das Tor. Diese Schmerzen. Ändert aber nichts daran, dass sie paranoid geworden ist. Und entweder heile ich die morgen oder wir haben Glück und schaffen das per Heiltrank jetzt. Da ist es weg. Ha! Ha! Da siehst du, wie gut das läuft. So, machen wir an der Stelle aber den Break. Jetzt haben wir jedenfalls alles auf der Seite, wo Björns Lager ist, also unsere Anfangsseite gemacht. Und oben muss man noch gucken. Da ist noch ein bisschen was offen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, Tschöle. Euer Proof. Nein, euer Imperator.